Moin moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Bilde 2. Schön, dass ihr wieder mit einschaltet, schön, dass ihr mit dabei seid. Und Dankeschön auf jeden Fall erstmal im Vorfeld für euren ganzen Support, den ihr mir leistet auf YouTube. Auch mit den ganzen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Und wir sind da stetig am Wachsen, das freut mich auf jeden Fall. Ich hoffe, das geht auch weiter so. Ihr dürft auch gerne weiter Werbung machen für den Kanal. Freunde, Bekannte, Verwandte und so weiter und so fort einladen, das Ganze einfach mal auszuchecken. Und natürlich auch für alle anderen Seiten von mir, ne? Ob es jetzt nur mein Instagram ist oder Twitch, wo ich auch live bin. Jeden Montag ist dieses Projekt übrigens live auf Twitch, 20.30 Uhr starten wir rein. Sind aber meistens schon vorher live, also gerne alles aus der Videobeschreibung unten einfach mal raussaugen. Alle notwendigen Links und so weiter, was ihr braucht. Und einfach überall gerne mal reinfallen. Das wäre super. Vielen, vielen Dank im Vorfeld. So. Aber wir haben jetzt hier ein Riesenfeld, was wir noch striegeln müssen. Und ich bin ganz froh, dass das hier jetzt zeittechnisch, ich weiß, das ist ein bisschen langweilig wahrscheinlich auch für euch da draußen, dass wir hier gefühlt dann, weiß ich nicht, wie viele Folgen das jetzt hier dauern wird, aber gefühlt dann ja nur im Striegel gesessen haben. Andersrum hätte ich natürlich auch Saatmaschine fahren können. Macht jetzt keinen großen Unterschied. Das Feld muss halt angesät werden und es muss halt auch gestriegelt werden, ne? Kosten sparen. Indem wir halt auch unsere Arbeitsgeräte, die wir haben, nutzen und das halt intensiv nutzen, finde ich gar nicht verkehrt. Erst recht nach der letzten Rechnung, letzte Folge, Katastrophe, 54.500 für Dünger, hat sich schon reinhauen lassen, sagen wir es mal so. Ja, Firefighter, vielen Dank auf jeden Fall, ich weiß das echt zu schätzen. Ja, was wollte ich Ihnen jetzt gerade sagen? Ich wollte irgendwas, wollte ich euch mitteilen, aber ich habe es vergessen. Ich habe es einfach vergessen. Markus, Dankeschön für dein Follow. Blaukuh habe ich eben gar nicht gesagt. Vielen, vielen Dank auch für dein Follow. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, wir werden hier auf jeden Fall das ganze Feld halt irgendwie wuppen müssen erstmal. Und dann haben wir auch, glaube ich, erstmal nichts mehr zu tun, außer unsere Wiese könnten wir nochmal mähen. Könnten wir dann Ballen pressen. Oder wir fahren es halt mit dem Ladewagen in unser Silo. Ich würde jetzt davon abhängig machen, wann wir dazu kommen, welchen Monat wir haben und ob wir direkt halt Silageballen zum Verkaufen pressen oder ob wir halt noch Zeit haben, bis ein Silagepreis dementsprechend passen würde. Das wird halt, sich abhängig davon machen, wie viel Zeit wir jetzt hier auf diesem Feld noch verbringen werden müssen. Aber ich denke, wir werden höchstwahrscheinlich Tendenz jetzt, kann gleich mal, wenn wir umgedreht haben, habe ich ja genug Zeit, die Bahn ist ja lang genug, kann ich gleich mal gucken, wann wieder Silage im Toppreis ist. Das ist, glaube ich, zum Januar hin gewesen. Da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge Monate Zeit, dass wir das Ganze auch in unseren Fermenter fahren können mit einem Sammelladewagen. Könnten wir halt überlegen, ob wir halt da dann halt auch das Ganze jetzt selber machen, weil ja alles erstmal am Wachsen ist. Oder ob wir da in Kooperation mit dem LUler arbeiten. Mal schauen. Wird höchstwahrscheinlich vielleicht sogar das erste Mal darauf hinauslaufen, dass wir den LUler gar nicht brauchen werden, beanspruchen werden, weil... Ach doch, müssen wir. Wir haben hier was zum Ernten, Dicky. Was ist denn das? Sojabohnen. Scheiße, warte mal. Juni. Wir haben jetzt März. März, April, Mai, Juni. Ja, da haben wir noch 2 Monate. Also, ja, da haben wir noch genug Zeit. Dann werden wir zwischendurch Gras machen. Dann kann, ja, Januar sage ich ja. Dann können wir zwischendurch Gras machen oder halt, wir arbeiten parallel, er mäht das, er erntet das. Und ich stelle ihn die Anhänger hin, fahre das Ganze natürlich dann in unser Hofsilo. Und ich werde halt parallel mähen. Das wird dann wahrscheinlich so der Ablauf sein. Oder ich lasse ihm die Wiese mähen mit einsammeln und wegfahren. Und düngen. Und ich ernte in der Zeit das Feld. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Je nachdem, worauf ich gerade Bock habe.
Weil wenn wir halt wirklich noch bis Januar wieder Zeit haben, können wir auch die Wiese einfach abmähen und mit einem Sammelladewagen in unser Fermenter-Silo schmeißen und das fermentieren lassen. Ach nee, wir brauchen ja eh Heu. Siehst du? Ganz vergessen. Wir wollten die ganze Wiese zu Heu machen. Ha! Wir brauchen Heu für den hier. Futtermischer. Mineralfutter müssen wir übrigens by the way auch noch kaufen. Auch gar nicht so günstig, glaube ich, ne? Was kostet Mineralfutter? Ballen. Was will ich bei Ballen? Verklickt Paletten, Digga. Tausender. Das kommt auch noch auf uns zu. Müssen wir auch noch einen Anhänger oder zwei Anhänger voll kaufen. 42.000 kostet uns das dann wieder. Schwierig. Das können wir eigentlich auch direkt kurz machen. Warte, wir holen direkt das Ganze, dann haben wir es hinter uns. Dip, 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 dip. So. Eine Mineralfutterfabrik bräuchten wir. Jungs und Mädels, das ist jetzt der Aufruf an alle. Wichtig. Guckt doch mal, ob ihr zu diesem Hofstil, den wir hier haben, nicht eine Mineralfutterfabrik oder Produktion. Machen können. Brauchst du ja nur 50 Liter Mineralfutter pro 1000 Liter. Ja, das stimmt. Bedeutet, ich könnte halt auch nur einen Anhänger voll nehmen, ne? Würde ein Anhänger auch reichen? Ja. Wir nehmen einen Anhänger voll. Eine Mineralfutterproduktion wäre aber nichtsdestotrotz trotzdem vielleicht gar nicht so verkehrt. Was sagt ihr? Aber da gibt es wahrscheinlich nichts, was irgendwie so in Richtung passig für einen Hof, und das darf da halt auch nicht zu groß werden, ne? Ich glaube, es gibt nur große Produktionsanlagen und auch nicht so viele. Das Thema hatten wir, glaube ich, in meinem Dings-Projekt, in meinem Roleplay-Projekt jetzt erst vor kurzem. Da gab es nicht viel. Leider. Oder machen wir nur 10.000? 10.000 reichen auch erstmal, ne? Aber ich bin unentschlossen. Wir brauchen halt auch eine Menge Futter, ne? Wahrscheinlich. Wir nehmen 15.000, die goldene Mitte. Fünfzehntausend können wir ruhig nochmal investieren, glaube ich. Hammerstil. Herr Ethard. Ach, da ist er. Ja. Herr Ethard, ich brauche noch mal was. Ja, warte. Herr Ethard, ich brauche noch mal was. Etwas Red. Mineralfutter, bitte. Ach, traurig. Noch. Ja, dann ihr uns Kaffee trinken. Wie viel? Ja, wie viel? Wie viel? Ja, am besten für Kottenick. Haben wir was da? So Angebot-Technik. Machen wir doch mal ein Angebot, Herr Ethard. Seien Sie doch mal ein Freund. Mhm. Haben sie vielleicht irgendwelche Rückläufer oder so oder irgendwas, was vor kurz davor ist abzulaufen oder irgendwas? Warten Sie gerade, ich muss uns gucken. Gucken wir doch mal. Mit der meinten so, dass man vielleicht auch noch irgendwelche Rettbestände hat, die man unbedingt noch loswerden muss, bevor man sie wegmeint oder so. Das wird schwierig. Katastrophe. Bei so einem hohen Betrieb hier mit so vielen
Sachen, da haben wir doch bestimmt irgendwo immer was auf Lager, was kurz vorm Ablaufen ist. Ja, Lager haben wir nichts. Wir haben keinen Platz, wir haben kein Lager. Wir holen schon mal um. Ja, dann, hier gibt doch bestimmt irgendeinen Lieferant, der noch irgendwas loswerden muss, was kurz vorm Ablaufen ist. Gibt doch immer solche Leute. Hier, so Sommerlustverkauf und so, kennt ihr sowas? Bloß für andere Dinge halt, nicht für Klamotten. Was? Also, ein Tausender ist schon nicht mehr. Ja, das wäre der normale Preis. Ja, ja. Ich hatte Hand gegen Reserve. Ja, wie, keine Reserve? Gibt da nicht irgendwo hier, irgendwo in der Umgebung einen Lieferant, der sagt, komm hier, ich hab was, das läuft kurz ab 800 pro Palette und dann in die Uhr. Hier ist nicht für die, ist alles klein, ne? Keine Dörfer überall. Ja, aber irgendwo müssen wir das doch hernehmen. Ja, bestelle ich aus dem Haushalt, wird die angeliefert dann? Ja, und da muss doch auch irgendjemand geben, der sagt, so hier, ich hab was, da ist Ablaufdatum XY, für 800 ja, die Palette kannst du mitnehmen. Da muss ich aber erst telefonieren und das dauert ein bisschen. Also dann, jetzt, ne? Ja, nö. Ich kann auch später wiederkommen. Dann lasse ich aber den Trecker und Anhänger jetzt nochmal bei Ihnen rumstehen. Aber Punkt 1, ich kann jetzt verspreche und Punkt 2, nimmt mir Platz weg. Da hat noch genug Blatt Bier. Dann stelle ich den hier an der Seite da vorne und dann niemand. Vor allem welche Sick? Hier ist nichts. Ja, komm, dann... Geätzert. Was denn? Getroffen. Ja, nix. Sie haben doch hier noch Geld. Nee, hab ich nicht. Das ist noch ein reicher Bauer hier, oder nicht? Nee. Bei dem ich fahre. Ich hab Kredit. Bei was? Bei dem Gespann hier? Bei dem gespannten Ding hier haben wir das mal angeguckt. Schick. Ja, ist super thick, aber ist auch schon in Jahren, wa? Ja, yeah, aber läuft noch. Ja, laufen tun die auch immer. Ist ja auch ein Uhrwerk. Also damals wurden noch vernünftige Motoren gebaut. Das stimmt. Ich war bei Ihnen. Ja. Na gut, dann machen wir einfach mal, keine Ahnung, 15.000. Dann gehen Sie schon Kaffee trinken. Dauert ein bisschen. Schon wieder. Oh, nee. Ja, was ich mache. Dann muss ich wieder Pipi. Was das denn? Alter, hier steht ein Delfin. Flipper! Unglaublich. Unglaublich. So. Verpackung beschädigt, verunreicht, ja, was ablaufen, keine Ahnung, mir ist gerade nichts Besseres eingefallen, meine Fresse, Alter, so hier, Kaffee, let's go, dann trinken wir halt nochmal einen Kaffee, ich meine, ja, Kaffee treibt, ne, kann uns nur gut tun, aber war ein Versuch wert, irgendwie mal ein bisschen Preis zu drücken. Ja. Na gut, wenn er sagt, geht nicht, dann geht nicht, ne? Aber das mit Verpackung beschädigt, das ist mir jetzt gerade gar nicht so eingefallen. Da bin ich wieder. Vielleicht... Super Sache, ja. Da habe ich den Kaffee noch nicht mal ganz out und bin da. Haben Sie mal einen Delfin gesehen, haben Sie gehört? Ja. Flipper. Ja. Das ist meine Bauchtasche, wissen Sie? Das, was? Das ist meine Bauchtasche. Und Ihrer Bauchtatte? Mhm. Ist keine Suppe. Den müssen wir erklären. Kennen Sie nicht? Ne. Ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche. Und man fährt, wenn ich nicht aufpasse. Ah, ja. Jetzt macht Klick. Ah. Katastrophe. Ich habe einen Delfin in meiner Bauchtasche. Ja, nicht. Sieht aber dick aus, das Ding. Ja, ja. Das ist er. Das ist er. Aus der Bauchtasche. Ja. Katastrophe. Hier war eine große Bauchtasche. Mhm. Der ist fast so groß wie sie. Also, das ist ja unglaublich. Ich muss los. Ich wünsche Ihnen noch einen Dach mit Ihrem Delfin und Ihrer Bauchtatte. Die könnte mir mal bei Gelegenheit zeigen und ausleihen. Dann packe ich meinen Unimog dann auch noch rein nachher. Aber ich rieche 15.000 von Ihnen. Was wollen Sie? 15.000. Habe ich nicht gehört. Ich habe so ein Piepen auf dem Ohr. Ich muss los. Herr Edward, auf Wiedersehen. Herr Edward, gehen Sie aus dem Weg. Hallo. Denken Sie dran, die Punkte, ne? Was? Was haben Sie gesagt? Sie haben doch ein Punktekonto, habe ich gehört, ne? Nee, das ist leer. Da können Sie nicht mehr holen. Ah, nee, Katastrophe. Wie kriegen die? 14.000 haben wir gedacht, ne?
Wird denn, okay, alles klar. Wird denn, finde ich in Ordnung. 15, echt korrekt von Ihnen, für Viertin zu verkaufen. 16. Für Viertin eine super Preis. Vielen, vielen Dank, ne? Also, Wiedersehen. Sie haben 5 Sekunden Zeit. Wofür? Für die restlichen 1000. Für was? Für die restlichen 1000. 100? Okay, komm, die kriegen 100. 1000. Ja. Wiedersehen, Herr Essert. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Eben so. Katastrophe. Er macht mich fertig, ey. Katzenstrophe. Essert und sein Delfin, ey. Der Band kommt aus meiner Bauchtasche, ey. Schlimm. Aber das ist das Schöne, also deswegen liebe ich dieses Projekt so. Du kannst hier so viel Spaß haben. Feier ich einfach. Hart. Also da gehen die Props auch echt an das komplette Team einfach mal raus. Muss man an der Stelle auch einfach mal rauslassen und raussagen, gerade raus, wie es ist. Das macht echt Spaß mit den Leuten. Die sind alle super korrekt und super drauf. Gibt es schon was Neues von Sally? Nö. Also nach den Vorwürfen das letzte Mal gab es nichts von ihr. Ich hatte ja ihr gesagt, dass ich mich mal mit dem Herrn Ferser unterhalten werde, ob er vielleicht irgendwie gedreht hat. Aber ich habe noch nicht mit dem Willi gesprochen. Und wenn sie sich halt in irgendeiner Art und Weise mal melden würde und sagen würde so, hey Hannes, du wolltest dich ja kümmern, hast du irgendwas in Erfahrung gemacht? Werde ich entweder sagen, du, ich bin hier voll am Arbeiten, ich habe gerade gar keine Zeit irgendwie, um mich irgendwas zu kümmern. Oder ich sage ihr die Wahrheit oder ich lüge sie an. Herr Garni macht einen guten Job. Hab mich eben voll weggeschmissen. Ja, nee, nicht nur er, alle halt, ne? Machen einen riesengeilen Job. Also muss man halt auch einfach mal honorieren. Auch die ganzen Challenges und so weiter. Alleine schon in dem anderen Challenge-Projekt. Ne? Frontiers und so weiter. Also echt, Props gehen raus. Mega gut. Hänge ich jetzt ernsthaft da hinten an dem Ding dran, oder was? Was hier aus, Alter. Das verstehe ich so häufig nicht, ne? Passiert mir so häufig. Du fährst mit so einem Gespann um die Kurve. Zugmaschine, erster Anhänger passen komplett durch und der letzte Anhänger sagt so, nö, ich hab keinen Bock. Was mache ich denn? Oh, Digga, warum schmeiße ich das hier rein? Ja, schmeißen wir es wieder hinten in den Anhänger. Futtermischer, verdammt! Hannes! Mit ja, mit der Röhre, ich helfen Sie mir mal. Ich hänge hier fett. Oh. Ja, hier, ja. Hinten an der Kante. Ach so, ja, warten Sie mal. Drücken mal ein Stück. So. Super, vielen Dank. Gerne. Ich brauche schon wieder Dünger. Katastrophe, ja, da sind jetzt wieder 30 Tonnen drin. Ja, gut. Dann sollte reichen. Dann danke ich Sie. Ja, ich danke. Für Ihre Mithilfe und so. Ich danke dir für deine Mithilfe. Ja, sehr gerne, Mensch. Gut, dann tschüss. Mit Peter. Ich weiß, dass du es... Ne, dass du bist, du wurdest erraten.
Herraten, meinst du das? Ich wurde verpetzt, ja, kann ja, wenn dann nur der Unternehmer gewesen sein. So. Ja, also was anderes funktioniert ja gar nicht. Kann ja nur der Unternehmer gewesen sein, wenn. Alle anderen können es ja gar nicht wissen. Eines Tages, ne? So. Dann geht es weiter im Projekt hier. Ah, jetzt hat er aber gut Vorlauf. Jetzt sollte das Ganze funzen. Hoffe ich zumindest. Bei euch hängt der Stream. Ja, das ist gerade. Irgendwie habe ich eine schlechte Verbindung zu Twitch. Das sollte sich jetzt aber gleich wieder hoffentlich regulieren demnächst. Das ist nicht kein Problem von meiner Seite aus. Ist ein kleines Problem von Twitch. So, jetzt haben wir aber wieder, wir haben Saatgut, wir haben Dünger, wir haben Mineralfutter. Das Einzige, was wir nicht haben aktuell, ist Kalk. So. Frage ist halt, ob es Sinn macht, Kalk zu kaufen. Irgendwie, irgendwo. Kalk kostet 350 pro 2000 oder 450 pro 2000. Gut, das ist jetzt nicht so der dicke Preis, ne? Aber davon brauchst du halt auch eine ganze Menge. Davon brauchst du aber auch eine ganze Menge, ne? Ja, deswegen, also bei Kalk würde ich auch dabei bleiben, das würde ich halt beim LU mit bezahlen einfach. Der Preis bleibt ja quasi der Einkaufspreis vom, vom Landhandel. Ne? Und die kriegen halt das Geld einfach nur zurückerstattet von mir. Ich glaube, das sind keine Mehrkosten für Kalk. Ich verabschiede mich mal für heute. Bis bald und gute Nacht. Der Wecker ruft um 5 Uhr wieder. Alles klar, Gold. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön für deinen Support. Schlaf gut. Sagen, was piept denn hier? Ach, da fährt ein Drescher, Junge.
Wer wildert denn hier unten? War ja wieder klar, der Schneegans, ne? Sagt noch nicht mal Hallo, wenn er da unten schon wildert hier in meiner Gegend. Monaten. Essert. Hallo, Herr Essert, der Hammer-Deal. Hey, was geht? Nicht viel bei Ihnen? Der beste Kunde, den ich habe. Wenn ich dich höre, ist mir gut, weil du willst mal Geld ausgeben. Mhm. Wie sieht denn das aus? Können Sie mal nachfragen bei Ihrem Lieferanten, ob der vielleicht betätigte Ware hat, was Kalk angeht? Kalk ist doch gar nicht so teuer. Ja, aber davon braucht ihr auch das Fünffache von dem, was Saat und Dünger angeht. Dann hältst mich fertig, weißt du das? Ja, ich hoffe. Boah, ich krieg noch hier ein Herzklabaster hin. Ja, aber guter Kunde, den will man ja auch zufriedenstellen und so und, ne, wird denn bezahlen. Nicht? Was zahlst du freiwillig? Zweihundert? Kann ich nicht machen. Wie 200, aber für 4 Anhänger voll. Das geht nicht. Ja, dann, also, weiter nicht. Wie verhandeln die sonst so? Sagen sie immer nur nein oder machen sie ein Gegenangebot? Das ist schwer zu, ne? Hm? Denn? Würden der die Frau fragen? Kann ich nicht. Achso. Ihren Freund? Oder ihren Delfin? Mein Delfin, genau. Eine dann dreigeln sie mal den Knabel okay. Von Delfin und fragen sie mal, ob das in Ordnung ist. Du machst mich fertig. Was denn? Ich sage so, du kannst natürlich eine Kalkstation, ne? Die sind ja Wie viele Anhänger voll brauchst du? Ja, ich würde dann 4 nehmen. Wenn der Preis stimmt. 300? Wie 300? Jetzt fangen wir an zu handeln. Du sagst 200, ich sag 300. Ja gut, dann sage ich 220. Dann sage ich 299. Super, dann sage ich 221. 280. Was? 280. 380? 280. Achso, 280. Nein. 230. 275. 235? 270. 232? 269. Komm, der Edward, ich habe jetzt gerade bei Ihnen, weiß ich nicht, wie viel? 70.000 gelassen? So viel war das nicht. Ja, klar! Hast du kurz Zick, dann muss ich das Telefonat annehmen noch. Ein zweites. Ey, was ist denn hier los? Hannes? Hallo? Bist ja? Hannes, moin! Was geht ab, Willi? Ich wollte was vom Händler, wo bist du denn? Ich bin am Telefon beim Händler. Achso, dann mach es fertig, alles gut, ich warte. Super. So, also, wo waren wir stehen geblieben? 300. Ach. nee, ich glaube bei 200. 265. Etta, letztes Angebot, 240. 260. Haben wir nicht du gehört? 260. 240. 260. 240. 260 oder 350, kannst du aussuchen. 240 oder 230, kann die auch tun. Also, dann sage ich 260 das letztes Angebot von mir. Dann kriegst du nichts mehr. Ja, Katastrophe, mit ihnen kann man auch nicht verhandeln, Herr Etta. Ja, was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Einfach mal einschlagen und sagen, okay, geiler Kunde, kommt eh doch mal.
einschlagen kann ich gerade nicht. Ja. Du bist denn da? Ja, dann hauen doch auf den Hörer und sag ja. Ey, komm, 260 ist ein guter Preis. Wofür ich auch noch ein besserer Preis? Ja, für dich, aber nicht für mich. Ich muss auch was verdienen. Und Mitarbeiter bezahle und, ne? Hey, Edward, gucken wir mal, ne? Ich habe jetzt 54.500 bezahlt für den Dünger. Ich habe nochmal 15.000 bezahlt für den Mineralfutter. Und ich habe bei ihm sogar eine Maschine gekauft für 170.000. Das haben sie alle. Ja, aber nicht in so kurzer Zeit. Doch. Ja, dann weiß ich auch nicht, wie ich mit ihm verhandeln soll. Ja, was hast du doch? 260. Ich kann nicht weniger. Ich muss Steuern zahlen, ich muss Strom zahlen, Heizkosten, was sagt Mitarbeiter. Ihr? Der Fuhrpark, was zahlt bitte? Was zahlt eigentlich der LUla bei Ihnen? Bezahlt er den vollen Preis? Natürlich. Katastrophe. Dann nehmen wir die 250, die die vorhin angeboten haben. 260 war es. Ja, du, die haben gesagt. 260. Die, Moment, Herr Edward, jetzt. Was nackern die mich nicht? Die haben gesagt, entweder 260 oder 250. Nee, ich habe gesagt 260 und 350. Nee. Ich sag schon extra 250, ne? Damit es besser versteht, ne? 250, ja, sag ich ja. 350. Komm, lassen wir uns auf 250 einplanen. Das ist super. 255. Edward! Komm, die 250. 255. 250 und kommt sofort vorbei. 254 ist sofort vorbei. 254 kommt sofort vorbei. 254. 252 und jetzt aber komm. 253. Dann haben wir jetzt genau die mit. Gut, machen wir 253. Gut. Ich komme vorbei. Okay. Super, vielen Dank. Bitteschön. Wiederhören. Ja. So, meine lieben Freunde, das war es aber auch mit der Folge. Katastrophe, mit dem kann er nicht handeln, ne? Doch, kann man. Super geil, hat Spaß gemacht. Euch natürlich hoffentlich auch. Und in diesem Sinne erstmal Däumchen raus, Abo raus. Schaltet zur nächsten Folge ein. Kuss auf den Nuss, Liebe mit, geht raus. Tschö mit Ö.